Am 5. Mai 2015 fand das I2B-Meetup zum Thema E-Commerce im Großmarkt Bremen statt. Ein außergewöhnlicher, aber zu diesem Thema passender Standort. Wo normalerweise verschiedenste Waren gehandelt werden, wurde an diesem Abend auch über die Herausforderung und Chancen von Nischenprodukten und stationärem Handel gefachsimpelt. Welche Strategien kann beispielsweise der stationäre Handel verfolgen, um im Zeitalter des E-Commerce noch erfolgreich zu sein? I2B konnte für dieses Thema spannende Experten gewinnen, die facettenreich über neue Ansätze und schon bestehende Erfolgsgeschichten berichteten. Nach Grußworten von I2B und dem Hausherrn eröffnete Moderatorin Hilke Thesen die Kommunikationsinseln und es begann ein spannender Eröffnungsvortrag vom Geschäftsführer der City-Initiative Bremen Werbung e.V., Dr. Jan-Peter Halves. Danach folgte das Gespräch von Diplom-Ingenieur Uwe Kluge, Geschäftsführer des Großmarkts Bremen GmbH. Der Weser-Kurier Digital war mit seinem Geschäftsführer Nico Mehl vertreten, der geballte Kompetenz und neue Ideen präsentierte, unter anderem Simply Local, ein Konzept, was Internet-Shopping mit lokalen Geschäften verbindet. Dass man im Internet hochwertige Kulinarik mit tollem Service bekommen kann, beweist das Team von Reishunger GmbH auf innovative Weise. Und dass man den Verkauf von Fisch im Ladengeschäft wie auch im Internet erlebnisreich verbinden kann, erklärt Uwe Koch-Bodes anhand des Lachskontors. Wie sich die Kombination aus stationärem Handel und Internet erfolgreich durchsetzen kann, war auch nach Abschluss der Podiumsdiskussion weiterhin Thema. Die Referenten standen nun für Gespräche zur Verfügung. Im Anschluss wurde noch ausgiebig genetzwerkt und der Abend mit dem üblichen Get-Together erfolgreich weitergeführt. Das nächste I2B-Meetup beschäftigt sich mit dem Thema Technologietransfer von Wirtschaft und Wissenschaft und findet am 14. Juli 2015 statt.